Ja. Grüß dich und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um meine Werkzeugwand im Hintergrund. Ich hatte ja im letzten Werkzeugwand-Video angekündigt gehabt, dass ich damit nicht richtig zufrieden bin. Und wir lösen auf, wer diesen tollen Schlagschrauber gewonnen hat. Genau, das klären wir aber, ich würde sagen, Mitte des Videos auf, damit es ein bisschen spannend bleibt. Und dann hatte ich bei meinem Gartentisch verlost gehabt und viele haben auch gefragt, wo ist denn die Bauanleitung? Die folgt noch, also die Bauanleitung zum Runterladen. Ich habe mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar habe ich meinen Partner angesprochen, Plattenzuschnitt 24. Übrigens mit dem Code Mr. Handwerk 5 bekommst du nochmal ein bisschen Rabatt. Und da habe ich mir hier diese Pappel-Sperrholzwände geholt. Und ich möchte, also mir ist das Ganze zu unruhig. Wie du siehst, wir haben hier wirklich 1000 Farben, rot, bunt. Das war gar nicht meine Absicht damals. Und ich möchte jetzt ein bisschen mit dieser Pappe hier ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen, nicht Farbe, sondern ein bisschen Klarheit mit reinbringen. Bevor wir mit dem eigentlichen Video weitermachen, möchte ich euch noch mal ganz kurz meinen Herrenausstatter vorstellen. Und zwar ist das JP 1880 Herrenmode von Größe L bis 8XL. Und dort ist zu haben beispielsweise Unterwäsche, von Jogginghose bis hin zu Motorradklamotten oder Anzügen, ist wirklich alles dabei. Und das ist wirklich richtig, richtig geiles Zeug. Ich trage das Ganze auch privat und deswegen kann ich das hier wirklich dir weiterempfehlen. Mit dem Rabattcode MrHandwerk825 bekommst du nochmal Rabatt. Überzeug dich selber und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Aber bevor wir das jetzt hier angehen, kümmern wir uns erstmal um diese Wand hier. Das ist nämlich hier meine Bohrschleifwand, keine Ahnung. Und ich habe noch ein paar French-Klietleisten aus der alten Werkstatt. Und die alte Werkstatt, wer sie nicht kennt, der schaue sich mal bitte das Video an. Und ich möchte das hier genauso haben wie in der alten Werkstatt. Das heißt, die ganze Wand bekommt erstmal French-Klietleisten. Das heißt, das ganze Schmanneradatz müssen wir erstmal abschrauben. Der Nagel macht süchtig. Ich habe das Ganze festgenagelt, weil die in der alten Werkstatt auch genagelt waren. Man sieht jetzt zwar ein paar Punkte, aber die sieht ihr wahrscheinlich gar nicht. Ne? So, das heißt, hier ist das Thema French Cleat. Die Halter werde ich noch ein bisschen bearbeiten, kommen wir gleich zu. Und jetzt kümmern wir uns um diese Ecke. Oh, lass mich mal bitte vorbei. Hier habe ich mir nämlich was überlegt, um ein bisschen Kontrast reinzubringen, nehme ich diese Pappel hier. Ich habe halt gedacht, dass sie noch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen wilder ist. Das ist ja so ein Schälfurnier, ne, was über Kreuz verleimt wird. Und dass ich so ein bisschen die Holzoptik bekomme. So, meine Idee ist jetzt, könnt ihr schon erahnen, ne, ich werde das Ganze jetzt hier anbringen und einmal ringsherum. Ich bin auch noch nicht fertig. Jetzt sagt ihr, oh, es wird ja richtig wild. Nee. Lasst mich mal machen. So. Man kann jetzt schon den ersten Erfolg sehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr rechts und links das sehen könnt, weil die French Cleat-Leisten sind ziemlich, ziemlich dunkel. Ich habe nämlich überlegt, dass ich die Werkzeughalter auf der Seite, wo das Logo ist, also wo die Tischbohrmaschine ist, da lasse ich die rot. Weil die Wand ja schon ziemlich dunkel ist. Und hier auf dieser Seite wird jetzt auch komplett die Sperrholzwand angebracht. Und die Halter unten, die werden alle Anthrazit gestrichen, also beziehungsweise gesprüht. Den gleichen Ton wie die Wandfarbe. Und das heißt, unten das Werkzeug sticht dann hervor durch seine eigene Farbe. Und das, was an der Wand ist, dieser Holzton, wie so eine Tischlerei ist, ne, das ist ein schöner warmer Ton und ich hoffe, dass sich das so ein bisschen widerspiegelt mit der Arbeitsplatte hier und dann hast du das da. Also ich finde, das Ergebnis schon mal ziemlich top. Ich mache jetzt weiter, ich habe mich noch ein bisschen was vor hier.
Und bevor ich es vergesse, der Gewinner hier von diesem tollen Schlagschrauber hier von Lightly, den blende ich jetzt hier ein. Und unten in der Videobeschreibung findest du meine E-Mail-Adresse. Dort schreibst du mir bitte deinen Vorname, Nachname, Straße und dein Ort, wo du wohnst. Hoffentlich innerhalb Deutschland, das waren nämlich die Kriterien. Ansonsten ja, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß damit. Der ist schon ein bisschen benutzt von mir. Ich packe dir nochmal eine Autogrammkarte und Sticker rein. Und für diejenigen, die Sticker wollen, T-Shirts wollen oder irgendwie Merch-Artikel, unten in der Videobeschreibung findest du auch nochmal einen Link. Dort kannst du dir alles erwerben. Auch die Mr. Handwerk-Tasse. So, ich mache jetzt weiter. Jetzt sieht das Ganze ganz anders aus. Bisschen freundlicher, heller hoffe ich für euch. Wir haben so ein bisschen Kontrast reingebracht und ich habe unten, wie gesagt, die untersten Halter habe ich lackiert in Anthrazit. Das passt, glaube ich, ganz, ganz gut. Und jetzt ist so ein bisschen, es ist ein bisschen ruhiger geworden, würde ich sagen. Ich bin noch im Überlegen, ob ich diese großen Zwinghalter, die ich mir letztens gebaut habe, ob ich die jetzt wirklich hier anbringen soll. Also diese Ecke hier, ne? Hier Steffi ihre Ecke und hier waren vorweg die Zwingen. Weiß ich nicht, ob ich die da ranbringen soll oder nicht. Könnt ihr mal entscheiden und in die Kommentare schreiben. Vielleicht bringe ich die auch da hinten irgendwo an ins Lager, weil oder mach nur eins oder zwei Klemmzwingen. In der Regel brauchen wir ja gar nicht mehr. Man braucht nur vier. Ne? Und wenn man mal was Größeres baut, kann man die auch aus dem Lager holen. Dann werde ich da hinten in die Ecke oder ja, hier wird noch immer die Ladestation hinkommen. Ich habe bei ein, zwei YouTubern oder Zuschauern mal gesehen, dass die das Ganze an die Wand geschraubt haben. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Genau, das Ganze muss hier noch irgendwie aufgeräumt werden. Und dann hatte der liebe Heiko mir geschrieben gehabt, hey, warum baust du denn kein Schraubeneckregal? Und ich glaube, hier werden, auch von der Stabilität her, von der Wand her, hier werde ich, glaube ich, ein Eckregal bauen, wo die Schrauben reinkommen. Also wirklich alle Schrauben. Ob es jetzt die Jetfast sind, ob es jetzt Spax-Schrauben sind. Also alle Schrauben, die ich habe, dass man hier so einen Kernpunkt hat. Hier sind die Schrauben. Und ich habe auch auf einen Zuschauer gehört, der hat nämlich gesagt, bring in die Mitte dein Logo. So, hier habe ich mein Logo, was leuchtet, das bleibt auch dort. Und hier ist das andere Logo. Also es sieht hier noch ziemlich wüst aus, ich muss noch aufräumen. Das habe ich nämlich aus dem Grund gemacht, weil dahinter ist diese Klappe, damit ich an diesen Verteilerkasten rankomme. So, ich bin noch überlegen, ob ich dieses Logo nochmal beleuchte, also von hinten indirekt. Ich denke, das sieht, glaube ich, ziemlich cool aus. Ja, und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn du wissen willst, wie du deine Werkstatt, wie du deine Wände verkleiden kannst, wie du, ob du dir eine Werkbank selber bauen sollst, ob du eine Werkbank kaufen sollst und, also wirklich alles um das Thema Werkstatt. Werkstatt einrichten, Werkstatthelfer, French Cleat-Halter, findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Beispielsweise diese hier. Hier sieht es nämlich aus wie in der alten Werkstatt und ich muss sagen, ich fühle mich wirklich ziemlich wohl. Ich habe die Halter jetzt so rot gelassen und ja, so mag ich das. Ne? Also diese Wand gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, ist sehr einfach und sehr strikt gehalten und diese Wand natürlich auch. So, ich würde sagen, wenn ihr das Video noch keinen Daumen hoch gegeben habt, dann macht es bitte. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren. Ihr kennt den ganzen Prozedere, die Standardsprüche immer. Ja, und hier sind die nächsten zwei Videos. Und hier ist der Abo-Button. Ciao.